Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Ja, auch endlich geht's hier mal wieder weiter. Und ja, ich bin wieder bei CD Spins. Ja, hallo. Und der Andi ist auch endlich mal wieder dabei. Der Andi ist auch. Andi. Nein, lass mich da raus. Nee, war ein Witz. War der hier so? Andi. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Dann geh aus meinem Grundstück. Die sind mir nicht geheuer. So, okay, und hier hat sich viel getan, weil wir ja. Na toll. Ja, jetzt. Party! Ja, keine Ahnung. Seitdem ich jetzt hier eine kleine Pause gemacht hatte, was heißt Pause gemacht? Unabsichtliche Pause eigentlich, hat sich einiges getan. Und das möchte ich euch jetzt erstmal zeigen in der ersten Folge hier wieder. Und zwar haben wir jetzt hier die Bina, die hat hier hinten ihr Häuslein. Das muss mir der Cedis erklären, was das hier alles ist. Also das hier ist irgendwie die Monsterfalle, war das mal gedacht? Ja, genau, das ist die Monsterfalle. Der Rest ist hier hinten ist so ein kleiner, schönes Gärtchen mit ein paar Kühen. Wieso läuft da oben eine Schaf rum? Ja, das läuft da oben rum. Gespawnt. Ach, du bist hier. Ja. Ich bin falsch nachgelaufen. Okay, Gärtchen. Und hier drüben, das ist die Katzenmeerjungfrau. Die Heilige. Die müssen wir alle anbeten. Bitte, ist auch fertig. So, ich halte mich da raus. Ganz, ganz, ganz frisch, und das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, ist hier hinten diese komische, schwebende Plattform vom Joker. Ah, Panic Woven Joker, wenn er vielleicht noch, ich weiß nicht, ob er den kennt oder so, der tobt jetzt hier auch mit rum. Und hat hier sein. Ja, leider. Hat hier sein Raumschiff gebaut. Er kam von seinem Planeten und hat hier sein Raumschiff gelandet. Hier. Aha. Kreuze. Muss man mal reingucken, genau. Aber ich meine, wie gesagt, er spielt ja. Was ist los? Ich komme hier gar nicht rein, warum das nicht? Ja, du darfst hier nicht rein. Oh, schau mal, was er sich für ein spartanisches Bett gebaut hat. Hä, wie kam hier da rein? Du musst da drauf gehen. Ja. Dich rumdrehen. Und dann guck mich an. Ach so. Nur wegen der blöden Klappe hier. Ah ja. Okay, oh hier, ja. PlayStation, ne? Da ja, genau. Ach, hier ist sein Balkon. Da hat er mir heute ein Bild gepostet. Aha. Panic Woven Joker. Ja, auf jeden Fall, er baut ganz, ganz frisch, also ganz, ganz Frischling in Minecraft. Also viel zu lernen er noch hat. Also bei dem Namen würde ich auch erstmal Panik haben. Bettchen. Ah, da ist noch ein Loch in der Decke. Im Glasdach. Der versucht es. Okay. Wenn da nicht mal ein Creeper reinplatzt. Dann platzt du mindestens drin. aber ich frag mich, warum er das so schwebend gemacht hat. Keine Ahnung. Ich glaube, er bereitet sich auf den Angriff von mir vor. So schaut es so ein bisschen aus. Aber ich werde einfach hier unten mit dem Feuerzeug die Plattform anzünden und dann ist es aus mit ihm. Ja, gut. Na, wegen Panic machen. Das ist ja der Panic-Joker. Wogenwoger. Ja, so. Geilen Junge. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. War das nicht auf der Seite, wo ihr gebaut habt? Na, hier hinten. Bin ich gerade total irritiert. Ich dachte, ihr wart auf der Seite. Okay, dann habe ich mich geirrt. Und dass es sich so ein bisschen komisch bei mir anhört, liegt daran, dass ich irgendwie noch leichte Verbindungsprobleme habe. Bei mir leckt es auch ein bisschen mit euch. So wie ihr seht, der liebe, wie heißt er denn jetzt? Der Cedis, der hat hier ein bisschen an meinem Bäumchen hier noch ein bisschen rumgezuppt, ein bisschen lila, sieht ein bisschen besser aus und auch ein bisschen abgerundeter. Aber ich sehe, da ist noch ein Loch. Da ist noch ein Loch, das muss ich noch zumachen. Ja, da machen wir. Das ist ein Loch. Hast du noch Setzlinge? Ich habe noch Haufen, also Kirschbäume habe ich Haufen Setzlinge. Also hier haben wir inzwischen auch Schwarzeichen ohne Ende, weil das brauchen wir fürs Bauernhaus. Und jetzt kommt mal her, das ist unser ganzer Stolz. Ich hab das schon in deinen Videos gefeiert, das Ding. Boah, sieht das hässlich aus. Und dann kommt halt noch über das Ganze. Macht ihr schon wieder? Er hat gesagt, sieht hässlich aus. Sieht aus wie so ein bayerisches Hotel. Ah, ja, natürlich.
Oder nee, auf ja, der so, Alm. So, so beide, so, ja, ja, so, aber, so Almhütten, so, so ungefähr, ne? Ja, also genau. Mit Balkon zumindest. Pass auf, ich hab ein Foto und das ist eine Almhütte. Und das die Micha wollte, dass ich dieses Foto nachbaue. Mhm, ja, alles klar, dann haben wir hier drinnen. Es fehlt noch der Kamin. Den werde ich in den nächsten Folgen irgendwann. Nee, Schneggerler will das bauen, ja. Hier ist das Wohnzimmer. Da kommt noch ein Kamin rein. Die mit große Stube mit Lava. Das hier ist das Restaurant, vom Hotel. Dann hier ist die Küche. Alter, wie schön. Cool. Hier, also das Lagersystem ist nur für Essen. Und wenn ihr mal was zu essen haben wollt, hier diese Kiste, da könnt ihr euch bedienen. Echt jetzt? Weil ich brauche nämlich was. Ja, hier, da gibt's alles. Granatapfel und was weiß ich, was Schneggerler alles gekocht hat. Da gibt's wunderbare Sachen. Aber ich will jetzt hier nicht. Cucumbersalat, Fried Onions, Pancakes, die nehme ich mit. Haha, Pech gehabt, Leute. Ja, ich will ja nicht immer ich will ja nicht das Letzte rausklauen. Nein, nimm dir alles raus. Okay, dann probier es mal ganz. Ich hab gesagt, ist egal. Ich nehme noch eine Tasse Kaffee mit. Die macht alles neu, sie kennt die ganzen Rezepte schon auswendig. Kann sie im Schlaf kochen. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, dann. Karamellapfel! Alter, dann nehme ich mir mal einen mit. Das ist über der Hälfte. Alter Schwede, was haben wir denn noch hier? Warte mal, Moment mal. Fischsticks, Fisch mag ich nicht so. Gebackene Bohnen. Oh, Furzen! Nom. Oh, das hier bringt ja auch. Was ist denn das? Spaghetti. Oh, Spaghetti. Das nehme ich mal mit, aber dann ist gut. So. Oh, Leckereien. So, hier ist das Esszimmer. Können insgesamt 8 Leute mit essen. Da hinten, da kann man Protokolle mitschreiben, so wenn hier so Besprechung ist, Serverbesprechung. Boah, Alter, wie viel Zeit da drin. Bing, bing, bing. wie viel Zeit da drin steckt in so einem Gebäude. Bedienung. Dann das Treppenhaus. Hier unten ist übrigens, da muss noch ein Stuhl hin. Das soll sowas wie eine Leseecke werden dann, noch mit dem Bild hier. Die Ecke, wenn jemand böse war. Ja, oder so, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, und hier oben bin ich natürlich noch mächtig am Bauen. Das wären alles Einzelzimmer. Hier kommt das Zimmer von meinem Sohn hin. Und hier ist unser Schlafzimmer. Da muss ich allerdings das Bett noch etwas tiefer legen, weil fällt ihr dann am Ende doch noch nicht so ganz. Ja, das ist ein bisschen... Pimp my Bett. Keine Sorge, ich guck noch rein. Bin auch neugierig. So, jetzt, doch. Weißt du, ich esse jetzt mal einen geilen Footlong Cheeseburger, denke ich mal, oder irgendwie sowas. Also. Oh yeah. Footlong Sandwich. Bam. Oh, halbe Energie voll. Moment, was haben wir denn noch? Das probier ich schon nicht. Spaghetti. Wie krieg ich denn da wieder? Das schaut so geil aus. Nee, das ist. Doch, Spaghetti könnte. Bei mir sieht's auch cool aus. Ja, lecker, ey. Zwei was gegessen und voll, ey. Geil. Saugeil, gut. So. Ja. Und jetzt gehen wir mal da hinten runter. Ach, genau. Ah, das Wichtigste habt ihr noch gar nicht gesehen. Haha, kommt mal mit in den Garten. Nur die Hatten kommen in den Garten. Patz. Der eine auf dem Zaun, der andere ins Wasser. Ja, so. Hallo Klassiker. Kennst du es noch von damals? Von Infinity? Infinite. Nicht. Ah, und perfekte Sonnenuntergangsstimmung haben wir hier. Willkommen im Jacuzzi. Oh, was war das? Jacuzzi. Alter, das hat mich jetzt erschreckt, Andi. Wo sind die Blubberblasen? Ja, die Blubberblasen, ja. Sind wir noch am Suchen? Onkel, begib dich mal unten in die Mitte und lass mal richtig einen rausschmettern. Ah, entspannend. Das könnte aber gleich riechen. So, und hier kein Schweiß aufs Holz. Einmal hereinspaziert. Ach, eine bisschen, Sauna. Bisschen losschwitzen. Na toll, jetzt fängt das Schiffen an. Und dann ist hier, wenn man rausgeht, geht's direkt ins kalte Abkühlbecken. Für die Sauna. Sogar ein natürlicher kleiner Minisee gewesen. Da müsstest du eine Leiter dran, sieht doof. Kannst du doch mal ganz kurz zum Zeigen den scheiß Regen ausstellen, weil ihr das da hinten haben nämlich meine Leute hier auch noch nicht gesehen. Oh, okay. Komm, mach einfach mal. Drück den die Taste. Minion?
Ja, und zwar haben sie den da hinten noch nicht gesehen. Oh, da geht ich bin der Erste. Okay, ja. Den sieht man, den wird man jetzt auch nicht sehen. Ach, ist ja auch Nacht. Finster. Also ich glaub, da hinten sind Betten. Aber ich, da ist nämlich die Baumwohnung von meinem Sohn. Und hier ist der Minion. Oui. Den habt ihr nämlich, also wenn er bei mir noch guckt, noch nicht gesehen. Bidu, ne? Ja, Bidu. Und der ist beim Playground von meinem Sohnemann. So, wenn ihr mal mitkommt. So. Hier einmal rein. Oh, ich weiß es selber nicht mehr. Doch, hier ist... Nee, doch. Warte mal, wo ging es denn hier rauf? Bin gerade selber... Ach, hier ist die Treppe. Hier geht's rauf. Und dann nochmal rauf. Hier außen. Außen, auf der Außenseite. So. Es sind leider nur zwei Betten da. Vielleicht ist noch irgendwo Wolle. Ich schau mal kurz. Nee, Wolle hat er natürlich nicht da. Toll. Dann... Warte mal, ich hab Wolle. Oder? Ja. Ja, geht einfach Marvel ins Bett. Ich tu gleich nochmal reconnecten. Okay, alles klar. Leg sie mit her? Onkel? Ja, ich leg mich mit hin. So. Gute Nacht. Ja. Ja, guten Morgen. Dann sind wir auch schon wieder auf dem Server. Da kommt er richtig grell rüber, wenn er genau angestrahlt wird von der Morgensonne. Geh nochmal ein bisschen weiter. Warte mal, geht's jetzt hier wieder runter? Was ist denn dann das hier? Da müssen wir auf die andere Seite. Da sieht man es besser. Au, ein halbes Herzschaden. So. Ui, ach, das sind Türen. Auf die ganz andere Seite, das ist eine gute Idee. Gucken wir uns das nochmal richtig an. Und dann geht's aber auch weiter mit meinem Bau hier, sonst kriege ich schon noch eine Magie. Ich will das auch mal fertig kriegen. Ja, aber auf dem Rückweg muss ich euch trotzdem noch was anderes zeigen. Moment, aber es ist sowieso auf dem Rückweg. Halb auf dem Rückweg. Wo seid ihr jetzt? Ja, wir sind auf der anderen Seite und gucken uns Bidu an. Auf der ganz anderen Seite. Stimmt, das sieht man dann ja auch. Ja. Sogar besser, weil das sind keine Bäume. Bidu. War hier nicht irgendwo auch den einen sein Raumschiff? Nee, das ist am Spawn. Ufo? Am Spawnpunkt, genau. Achso, ich komme hier durcheinander. So. Ja, okay, dann lass uns jetzt nach Hause gehen. Was wolltest du noch zeigen? Da hinten wäre noch die müffelnde Mine, aber das ist nur so ein kleines Holzhütchen vom Simon. Mhm. Müffelnde Mine. Der geilste Name für ein Haus überhaupt. Die müffelnde Mine für einen Teenager. Das finde ich so geil. Und nebendran ist noch ein Schild. Mein Haus. Ja, hätte wenigstens noch meine Hütte hinschreiben können. Oder eher meine Bumsbude. Na. Wollen wir mal nicht hoffen. Ich will ja noch nicht Opa werden. Nicht? Super. So. Ja. Ja. So. Viel getan hier. Ich werde jetzt weiterbauen bei mir. Ein bisschen noch, dass ich mal den Scheiß fertig kriege. Und ich will ja einen Honig haben. Ich will ja unbedingt hier Bienenzeug bauen und dass ich dann auf meinem Gärtchen da hinten, in meinem Gärtchen da hinten, einen kleinen Imker spielen kann. Das hier verknabbern. Vergnuselknabbern. Und noch ein Kaffee in der Kippen, damit wir schön wachsen. Eigentlich gehört der Kaffee am Morgen ran. Na gut, es ist noch morgen. Aber ja gut. Was das Schwein da treibt, das ist mir egal. Ich sehe, dort ist Ach, das ist lang. Hier war es ja auch schon mächtig am Arbeiten. Dann mache ich mal den Zaun hier fertig. Und die Decke muss ich eins höher legen. Muss alles wieder weg. So, geht's also da weiter, wo der letzte Part aufgehört hat. Blätter. Blätter. So. Blätter. Bei mir dauert die Rückreise etwas länger. Soll ich jetzt auch nochmal so sagen? So. So. Anton. Ey, so geil. Ich hab mal unter einem Video vom Gronkh, haben sie mal gesagt so, bei jedem so muss man einen wegkippen. Einen hinter die Binde kippen. Hm?
Und dann bist du nach einer Folge bist du mausetot. Ja, das ist, mache ich aber auch. Also es hat nichts mit Gronkh zu tun, aber das ist auch bei mir so, dieses So-Sagen, das ist irgendwie normal. Ja. Irgendwie schon. Ach genau, kennt ihr eigentlich schon den Antik-Atlas? So lala. Der ist nämlich mega geil. Ja, der, den der Gronkh benutzt. Ja, ich glaube schon, ja. Da hat man so eine Karte, und es schaut ein bisschen aus wie bei Zelda oder genau, bei Pokémon oder so. Genau, okay. Das ist auch sehr cool. Auf jeden Fall habe ich hier da der Dino-Felsen und da sind wir gerade. Nee, wir sind so, oh, wir sind noch ganz schön weitergelaufen. Markiert oder auch? Sind wir da noch so viel weitergelaufen? Leco Mio. Da sind wir gerade. Ja, stimmt, dann würde ich das ja auch so wiederfinden. Okay, ja, weil nämlich die Reise mit Schnecki, die ist nämlich noch nicht vorbei. Und ja, für meine Folge verabschiede ich mich dann heute dann gleich mal. Für die anderen noch nicht. Warum? Hä? Warum nicht? Weil ich nicht mehr so lange Folgen mache. Ja gut. Aber ja, ich habe ja gar keinen Timer, so ein Mist. Achso, ja, ich kann ihn ja weiterlaufen lassen. Ach so. Ja, die Frage ist, wie lange ist die Zeit schon vergangen? Ach komm jetzt, bevor ich jetzt hier rummache, dann machen wir halt 20 Minuten. Das war jetzt eine Viertelstunde, oder? Ja. Ja, in dem Dreh mache ich es momentan auch nur noch. Warum? Darum. Ja, ja. Ja, erstens mal verschafft es einem mehr Freizeit von YouTube. Und zweitens schaut er sowieso nicht jeder so lange an. Also wenn ich mir meine Watchtime anschaue, müsste ich eigentlich 4-Minuten-Videos machen. Die Aufmerksamkeitsspanne, die ist recht gering. Weil jeder Mensch ADS hat. Ja. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier? Okay. Das weiß ich auch nicht. Aber im Grunde genommen ist es auch egal, ob ich jetzt eine Stunde aufnehme, 20 Minuten oder 10 Minuten. Ich habe halt vor kurzem alles auf 10 Minuten umgestellt. Okay. Ja, ist okay. Zimmermann. Genau. Nein. Ach genau, und ich habe noch was gesehen beim Gronkh. Wenn man auf E geht, und jetzt habe ich meinetwegen Zimmermann. Und dann macht er irgendwas, dass das gleich reingelegt wird. Wo sind wir jetzt hier? Wie gleich reingelegt wurde? In die Werkbank. Also du meinst, dass das, wenn Ach er so? Das Crafting-Rezept aufruft? Ja, genau. Genau, dann wird es direkt in die Handwerksbank, wenn du es unten im Inventar hast, gleich alles reingelegt. Dann musst du Shift drücken und auf das Fragezeichen. Ja, Shift-Fragezeichen. Warte mal kurz. Wo sind wir? Tschak, tschak, tschak. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Du hast nicht danach gefragt. Okay, ich habe die Zutaten nicht. Das ist natürlich schlecht. Also Stickies brauche ich und Block des Zimmermanns. Okay. Holz, Holz, Holz. Last Plan Reds. Ich brauche Cookie. Ich brauche Cookies. I need Cookies. You need Cookies. You can have Cookies. Ich bin schon wieder nüchtern. Ich brauche Cookies. Na, na, na. Das hat er da gesagt, nicht ich. Was habe ich gesagt? Ich habe nur gesagt, ich brauche Kekse. Ey, wir hatten da ein Loch reingemacht. So, einmal in dieses Lager hier reingehen. Ja, klasse, ist einfach so. Schwarzeiche, Fichte. Alles klar. Hab ich noch Dschungelholz? Dschungelholz. Bestimmt nicht. So sieht's auch anscheinend aus. Ha, hab ich's doch gewusst. So, ich wurde gerade im Steam angeschrieben. Warum hört man das? Nee, ich hab's nicht gehört. Ich habe auch gesagt, ich wurde angeschrieben, nicht du. ich mach genau dasselbe wie Schneggerle. Ich sag immer Schon. So, boah, das Lied ist aber geil. Und dann sagt sie immer, das höre ich doch gar nicht. und dann sage ich immer, ja, aber ich habe ja auch die Leute gemeint, die jetzt vielleicht gerade hier zuschauen. Ach so,
Weil das vergisst du nämlich immer. Ja, ja. Was ja gar nicht mal so schlecht ist. In dem Moment, wo man es vergisst, dass man aufnimmt, ist das Beste, was passieren kann. Na, da habe ich immer das Problem, wenn ich vergesse, dass ich aufnehme, dass ich dann komplett still werde. Das ist doof. Weil wenn ich alleine zocke, dann rede ich ja nicht. Das stimmt. So was. Das brauchen wir wieder Sticks. Obwohl ich mich da, seitdem ich Let's Plays mache, auch schon sehr oft erwischt habe, dass ich, wenn ich hier sitze und einfach losquatsche dann auf einmal und denke dann so, hä? Was mach ich denn? Frag mal mich auf der Arbeit oder meinen Chef, wenn ich dann da stehe und dann so, ja, oh weh, jetzt muss ich aber hier noch die Schraube aufmachen. und dann erzähle ich irgendeine Geschichte und dann war immer so, okay, Mikrofon ist gar kein Star, scheiße. Christoph, spielen Sie etwa den Car Mechanic Simulator? Ja, genau. Da habe ich doch jemanden erwischt dabei. So, mir fehlt ein einziges Fest und dafür muss ich das anklatschen. Hä? Und wie macht er das jetzt? Weil das liegt jetzt gar nicht drin. Liegt's nicht drin? Dann hast du nicht alles drin. Also doch, hab ich. Nee, komisch. Habe ich vielleicht die falsche Taste gedrückt? Warte mal. So. Ah, genau. Und dann legt er alles rein. Ah, alles klar. Ah, okay, das ist dann aber auch wieder. Warum ist denn das? Warum sieht denn das bei mir im Singleplayer ordentlich aus? Und hier kriege ich eine Macke, wenn ich das sehe. Ja, ich finde auch, dass es in deinem Singleplayer besser ausschaut. Und ich schaue mir das Bild immer an, aber ich kann nicht entdecken, was Sache ist. Na, bei mir im Singleplayer, da sind die Bäume auch anders gewachsen, aber. Und das Haus hat auch eine andere Form. Ha. Scheiße. So, jetzt mache ich mir einmal Glasspaints. Stimmt, hat es nicht eine L-Form in deinem Singleplayer? Hat es eine L-Form? Also zumindest nach vorne hin. Keks, Redstone. Und den Deckel. Cool, jetzt habe ich ein Keksglas. Ich habe ein Keksglas. Oh. Juhu, gute Nacht. Und es ist Nacht. Oh. Gute Nacht. Moment, ich laufe. Boah, der Mond blendet mich. Ich sehe nichts mehr. Aha. Gute Nacht. Ja, Moment, ich muss aus dem Schlafzimmer laufen. Moment. Ja. So, aber jetzt langs aber. Jetzt langs aber. Ja? Was? 22 Minuten. Oh, ciao. Scheiße. Oh, so lange soll das jetzt... Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Jo.